So, Online-Bundesliga letzter Spieltag. Es geht los. Der Thomas würde sagen, seine vier Freunde sind zu Besuch. Und die vier Freunde wurden bespickt jetzt mit 21 in Peak. Wir drücken den auf Theorie, also auf unverlierbar. Verzichten wahrscheinlich auf jegliche Schneiderchance, wobei alles ist möglich. Schauen wir mal. Grand. Einschub. Vier. Ja, hat nicht geklappt. Karten aufdecken. Trotzdem schöner Start. Fangen mit vier gewonnen. Hier gab es jetzt wirklich nichts zu begutachten. Ja, also wir sind, glaube ich, Spitzenreiter. Ich glaube, wenn dieses Video ausgestrahlt wird, wissen eh alle schon, wie die Geschichte ausgegangen ist. Also von daher erzähle ich jetzt mal nicht so viel, sondern versuche mich zu konzentrieren. Hinterhand spielt Kreuz. Vorhand hat 18 gehalten, weil 20 passt, könnte für frei Karo sprechen. So. Offensichtlich ein Sechstrümpfer mit blankem Herz Ass, vielleicht dreimal Karo. Dem Fall war es halt dreimal Pik und dem blanken Herz Ass. Ein stabiles Spiel, chancenlos für uns. Irgendjemand hatte sich letztes Mal, ja, weiß nicht, ob das man Beschwerden nennen kann, dass ich so viel mit dem Handy rumgespielt habe. Ich versuche es mal diesmal nicht so zu machen. Wir drehen auf 10 König. So. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Karo Ass muss eigentlich bei dem Linken sowieso aufstehen. 21, 36, Trumpf voller gestochen, 50 Augen sind schon da bei dem Mann. Er spielt jetzt auf Trumpf 3-3, okay. Ich hau trotzdem uns da mal rein. Ja, ein Herz schlägt auch nach und dann sind wir schön raus mit 31 Augen. Nicht, dass ich das gewusst habe, ich schätze ja nur. So, wenn wir für 18 rankommen, sollte gut liegen, tut es. Beim Einzelturnier habe ich mit der Karte auch schon mal krank zelebriert. In der Mannschaft, Anbetracht der Tatsache, wie wir stehen, ein optisch seriöses Karo-Spiel. Karotten mit Maibuda. Herz König kann natürlich blank gewesen sein. Oh, sofort gedreht. Okay. Wir spielen trotzdem die Dame. Falls da vier Trumpf stehen. 16. Na ja gut, jetzt können sie ja gar nicht mehr rauskommen. 16. Ach nee, der. Ach doch, 11 und 5, 16. So, was spiele ich? Karo. Genau. 16 und 14 im Maximalfall, wenn Herz Dame bestellt, noch einen Stich macht. Jetzt gibt es kein Ass mehr, was draußen ist. Dann können sie auch 29 kriegen. Herz geht stichlos. Naja, der Gang wäre wohl auch in die Schneiderregion unter Umständen gegangen. Karo einfach Schneider. Besser als nichts. Wieder ein sehr schöner Ansatz. Eine gute liegt nicht. Wir spielen trotzdem Gang und hoffen, dass nicht Karo Dame rauskommt. Das ist nicht so einfach. 11, 15, 28. Zwischenzug auf 21. Nee. Ja, das war richtig. Jetzt können Sie raten, ob welche Lusche ich noch oben habe. Ich meine, eigentlich gibt es nichts zu raten, aber Kreuz ist geklärt, Pik und Herz ist nur noch draußen. Ich versuche es trotzdem, es ist alles möglich. Habe ich eigentlich den Bauern abgeholt? Um Gottes Willen.
Durch dieses Erzählen? Ja, okay. Habe ich. Gott, oh Gott, ja, eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt hier passiert. Das Herz 8 noch einen Stich macht. Okay. Drei schöne Spieler und wieder ein schöner Ansatz. Pikant auf jeden Fall. Jetzt ist es ein optisch seriöses Kreuzspiel. Man kann auf Pik 7 drücken, aber ich glaube, dass das egal ist. Und Pik 10 oben lassen kann auch mal zum Verhängnis werden. So machen sie zwei Pik-Stiche. Ich spiele trotzdem Kreuz auf jeden Fall. 14 gedrückt. Den nehmen wir mit. Ach, da länger. 4, 12. Okay. Pik King kommen. Dann Trumpf, die Falle. Wird er drauf reinfallen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch doch. Ja, mal gucken, ob er noch einen Fallen hat. Ah, hat er. 32 Stück sind sie raus. Oh Gott, da wird wieder 2 Augen irgendwo verschenkt. Ach so, ja. So, hier müssen wir eine gute finden. Wir tun es. Wir finden 2 gute. Dann haben wir auch hier keine Turbulenzen mehr, denke ich mal. Weiß nicht, was hier passieren soll. Kreuzfrei ist möglich. Ja. Gucken, ob er jetzt dreht. Kreuz Ass 10 zu 4 spricht natürlich dafür, dass er keinen Bauern hat. Also stehen die Bauern wahrscheinlich rechts oder verteilt. Und mit 2 Jungs Kreuz Ass 10 zu 4 hat er wahrscheinlich eine Taktung. So kann man es auch machen. Ich hoffe nur, steht jetzt nicht auf der bestellten Herz 10. Und dann. Könnte es turbulent werden, ob er sich entscheidet, die Kreuzen zu halten? Oder er steht auf den Herzen. Der Herzkönig ist auch noch draußen. Hat er gut gespielt, dass er gedreht hat im Lauf? Im Lauf, im Lauf, in der Mannschaft, im Lauf. Komm, wir passen. Da haben wir den mit rein durch. Ich weiß gar nicht, ob Herz blank war. Habe ich jetzt verpasst. Ansonsten nimmt man ein schönes Herzspiel. Wenn Herz blank war, haben wir immer noch nicht lange nicht gewonnen, weil wir dann 3 Alte, Ass, 10 Dame und 2, 2, 2 drin haben. Im Einzelturnier hätte ich auf jeden Fall 18 gesagt und dann mal geguckt, was passiert wäre. So, Hinterhand, Vorhand bin ich und Grand ist Trumpf. Ja, Pik Ass, König. Meistens gebe ich ihm Herz 10, König Lusche. Wenn er die hat, könnte es interessant werden. Ist dann. Wenn er Pik zu dritt hat. Okay, 28. Der Karo zu dritt. Und 2 Piken. Ja, da ist der Herr Ulroger auch im Rennen. Ja, das ist gut, dass er 18 sagt, weil sonst hätte ich 18 gesagt, wäre darauf angewiesen gewesen, dass eine Rote im Skat liegt. Da das nicht immer so ist. So, jetzt versprechen wir uns von der Geschichte, versprechen wir uns jetzt ein bisschen was. Schöner Aufschlag, Kreuz. Na, das ist nicht optimal. Ich mache so und spiele den. Okay. Ja. Jetzt kann er den noch beißen. Den nächsten stechen wir. Ja. Ich weiß schon, dass ich den mitnehme, damit es hier keine Probleme gibt. So, ganz schön erholt.
einen guten gefunden. Pik ist Trumpf, ein optisch seriöses Pikspiel. Herz 8 werden wir irgendwie behandeln, aber sie kam nicht raus. Von daher scheint alles rund zu stehen. 15 Stück. Herz 2, 2 ist Schneider. Herz 10 zu dritt hätte er aufgeschlagen, sehr wahrscheinlich. Also muss es Schneider sein. Pik einfach Schneider. Wunderbar. Schöner Ansatz wieder. Irgendwann kommt natürlich die Falle. Bei weg, weg muss ich rein. Hilft nichts. Pik ist Trumpf. 14 unten. Ich spiele Pik Lusche aus. Das richtig ist, wenn wir es sehen. Was habe ich gedrückt? Okay. und 13, 34. In Hinterhand sind wir Favorit, aber wir haben noch nicht gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Einfach Pik gewonnen. Wieder ein mega Ansatz. Das ist nicht gut, aber wir müssen ja. Es war klar, irgendwann wird das passieren. So. Jetzt ist halt die Frage, der Frage, der Frage, der Frage. Pik-Spiel. Ich drücke so, ich weiß nicht. Ich schneide trotzdem. Was mache ich da? Oh Gott. Jetzt haben wir den Trumpf gedrückt, der nicht mehr gesucht werden kann, aber glücklicherweise ist auch keiner mehr draußen. Ah. Oh, das ist jetzt mal schlecht, das Skat. Sehr gut gegangen, schon wieder ein Gang. Einzelturnier vielleicht sogar. Für eine Pinke geschlossen, Gang Hand übrigens, aber. In der Mannschaft werde ich den Skat aufnehmen, ganz seriös. Und einen Kranken sagen. 14, 15, könnte Abstich sein. Ist nicht. Okay. Karo 10 Ladung ist Schneider. Komm, Karo 10. Ja, falsche 10. Mit. Karotten. Auch. Nichts mit dem Schneider spielen. Schöne Karte, schöne Karte. Spiel 14.000. Gott. Wo soll es hier hingehen? Und einen mit dreien noch ausgelassen. Das Telefon vibriert schon. Ich hoffe, es gibt nicht schlechte Nachrichten. Gefühlt bin ich ja ziemlich schnell unterwegs. Oh, ja, das ist nachzuvollziehen. Wie spielt eine Frau aus? Linking. Okay, ist gut. Jetzt haben wir Rest. Warum hat er den König vorgespielt? Der Lusche hätte doch gereicht. War egal. Viel zu viel. Ha-au.
14 spielt kein Bauern, also hat er wahrscheinlich nur zwei. Wunderbar. Nein. Muss selber mit erzählen, noch ich weiß. Da hätte es dann tatsächlich die Gewinnfortsetzung gegeben, wahrscheinlich. Ich Karo Bube spiele und mich dann vom richtigen König zu dritt eventuell trenne. Der Zug ist sehr schwierig. Ich glaube, da komme ich nicht drauf. So, oh, weg, weg. Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Zwei schlechte zum Null. Zwei durchschnittliche zum Karotten. Ja, was ist mit 0? 0 ist 7, 10 Dame in Pik. Kann man auch machen. Wir haben keine Aufspieldame beim 0. Muss halt glatt stehen. Vor allem die Piken müssen glatt stehen. Doch, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es gibt Restchancen, dass Pikas geladen wird. Wir verraten unsere Schwäche noch nicht. Oh Gott, das ist schlecht. Pikas wäre gut. Okay. Und jetzt kann er Herz aus wahrscheinlich spielen. Auf geht's, Pik, Pik. Das ist nicht gut. Das war's. Das war's, das war's, das war's. Das waren halt keine 18. Das waren halt keine 18. Es lag kein Ass und vier Trumpf konnte die Karte halt auch nicht ab. Naja, einfach Karotten verloren. Gehört dazu. Nicht, dass jemand jetzt keinen Doppelschlag, das wäre natürlich nicht im Mannschaftssinne. Ja, sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Tja, Martin sagt immer, das beste Spiel ist Gang. Aber ich mache das jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu teuer. Ich stehe eigentlich zu gut für diesen Scheiß. Das ist nicht gut. Ich habe auch nicht mitgezählt, immer. Das Spiel ist kaputt. Ich werde es aber noch hinkriegen. Pik 10, König, Abstich. Ja, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 39. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Der Gang wäre das beste Spiel. So, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen beruhigen. Das war kein schönes Momentum gerade. Dieser Doppelschlag.
Okay, das kann kein Plusrechner gewesen sein, die schnelle Karolusche gerade. Aber jetzt wird das verstehen. Ja. Wir sind raus, alles gut. So, ich mache mal ein kurzes Foto. So. Doppelschlag. Kassiert. Dann gucken wir mal weiter. Ja, bei dem Spiel ist alles besser, einmal Trumpf zu spielen. Es war natürlich schlecht, dann hätte ich den zweiten Trumpf 10 mit Kreuz 10 verstochen und hätte schon 49 gehabt und irgendwie hätten wir noch einen Stich gemacht, denke ich mal. Ah. Wir hatten 29 nach dem Aufschlag, einmal Trumpf, der kommt ran, spielt Kreuz nach, der hat Kreuz 10 blank, dann stehen wir auf 59. Naja, es gibt schon noch Fälle, wo vielleicht Rest passiert trotzdem, wenn er dann rankommt und Trumpf spielt. Okay, wir spielen nochmal King. Vielleicht verschneidet er sich mit 10 Dame und der kommt mit dem König ran. Trifft dann Karo. Dann könnte es interessant werden. Auch nicht wirklich der. Also auch ein schönes Motiv. Mittelhand Ass 10 Dame. Denkt jetzt, ich habe vom König zu dritt aufgespielt. Kann auf die Idee kommen zu schneiden. Er macht es jetzt eher. Es war genauso, er hat es nicht gemacht. Ja, jetzt muss er warten. Gut, ich habe jetzt auch lustlos agiert hier das Spiel. Ja. Was ist mit Kreuz Dame? Karo Lusche weg? Ja. Weiß nicht, ob wir raus sind. Ja, alles gut. Mehr war nicht drin. Oh, schon wieder drei Buben und nichts. Wir sagen mal 18. Ja. Das machen wir gut gefunden. Hoffen, dass es reicht. Pik ist Trumpf. Man kann auch Herz spielen, man kann auch Gang spielen, man kann alles machen. So, 10 gedrückt, jetzt müssen wir uns mal konzentrieren. 31. 30, Pik-Probe kam schnell. Jetzt kommt vielleicht der Blanke, vielleicht auch nicht. Wir haben auf jeden Fall gewonnen, egal was jetzt noch passiert. Herz steht da und Kreuz steht, was steht da und die sind raus. Okay, wieder ein Spiel gewonnen, gut gefunden. Ja, schade, ich dachte, ich spiele mal eine richtig schöne Liste, aber wir müssen mitnehmen, weil beide Trumpfvolle fehlen. Ja, das war wieder Schrott. Okay, dann spielen wir die blanke Dame, dann spielen wir die Dame raus. Ah, ja, Moment mal. Ja, ich spiele trotzdem Karo. Jetzt haben wir uns noch das Pik Ass und ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben, aber wir schauen mal. Gefühlt sollte es reichen. Oh Gott, oh ja, gefühlt sollte es reichen. Wir hatten 20, 10 Punkte, 11 Punkte zu viel. Ja, der Klassiker 6-3-1. Noch keine Meldung von den anderen. Und ich bin gleich fertig. Das ist Fischer Maxdorf 46, bereits 46. Keine Ahnung, ich mach das. Machen wir mal Karo auf, ich habe keine Ahnung. Okay. Aha. So,
Fünfmal Herz. Ja, gut. Ja, das war's. Ja, gut, Herzchen nicht blank wird's interessant, das Spiel. Aber es war ja nun mal blank. Schöner Ansatz. Vorhand zuckt schon wieder. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Das ist. Das, da braucht man keinen Skat, das ist einfach so. Ah, ja, gut. Wir spielen den Kreuz. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das das richtige Spiel ist, aber neue Auflage ist erstmal gut. Egal, was kommt jetzt hier? So, was haben wir denn? Im 48, ich spiele jetzt da. Wir brauchen noch ein Bild, irgendwie, denke ich, noch. Okay, was macht 59? Sechsunddreißig, 49. Die 10 bestellt ist wahrscheinlich da. Ja, die König ist auch da. Die Probe macht auf jeden Fall noch einen Stich. Irgendwas mit 70, 71, genau, einfach Kreuz gewonnen. So, es kam eine Nachricht von Herrn Thomas, der ist schon im Spiel 18, da ist alles relativ gleich auf. Okay. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich der Schnellste sein. Er verliert auch den da hinten 130 Punkte. 44 mal Herz Hand. Okay, der muss mit 3 sein. Oder mit 2 im verdeckten Schneider, das ist unwahrscheinlich. 44er Reißung. Vierzehn, sechs Atu, entweder Kreuz Dame Blank und Karo Ass König Lusche, glaube ich aber nicht. Dann klärt er zuerst Karo anstatt die blanke Kreuz Dame. Vielleicht hat er 2-2. Karo Ass Blank wäre mal ein Zug gewesen. Ja, okay. War alles nicht so. Karo König liegt. Alles unwichtig. Ja, aber weg, weg gehe ich auch nicht rein. Schippen, weil ich tanzen will, muss hüpfen. Trotzdem mit. Ja, ich Karo spielen. Karo war nicht blank. Ich kriege halt nicht zu, ihm was zu erklären. Jawohl. Ja. Wie gut sind die drei Kreuzen? Ass, 10, Lusche. Ass, Bella, also Ass, König, Lusche. Ass, Dame, Lusche. Einfach Pik. Ja, ich lasse ihn sein, einfach Herz nicht spielen. Diesmal habe ich mal alles richtig gemacht. Hoffentlich. Pik, Wolinski. Kann auch mitnehmen. Okay. Eine Trumpflasche noch. Ja, dann haben wir halt einfach Pik gewonnen. Mittelhand ist abgebrannt.
Das ist, glaube ich, standbedingter Fold. Ja, wieder nicht der alte. Immerhin an diese Pakete. Gut, an dem komme ich jetzt nicht vorbei. Okay. Das hat sich nicht mal lag zwar schlecht drin, aber für mich ganz gut. Mann, was wäre das für eine Liste geworden? Hau einen rein! Nicht so Schneidergefahr. Schneiderwitzki. Schneiderwitzki. Ja, das sieht ja sehr gut aus hier. Sehr, sehr gut sieht das aus bei den Jungs. Ich glaube, aktueller Stand ist, aktueller Stand ist, vor, 830 vor. Allerdings ist da noch mein Ergebnis von vorhin drin. Wie war das Ergebnis vorhin im Verhältnis zu den aus? Ach. So. Da hatte ich 360 vor, jetzt ist es ein bisschen. Wir stellen uns Pik 10 blank. Okay, brauchen wir nicht. Zweiunddreißig, Pik Ass 10. Ja, es gibt kein Fehl mehr für 60. Es gibt kein Fehl mehr für 60. Ja, das Karo spielen. Dass ich diesen Doppelläufer immer gleich abziehen will, das ist einfach auch. Ich will halt schon den da weg, dann nehmen wir den mit. Spielen Karo König. Ja, ich weiß, dass du Kreuz Jungen noch Kreuz und Karo Jungen hast, sonst hättest du nicht so gespielt. Naja, jetzt müsstest du mir mal was zeigen. Was haben wir denn? Der nächste Plan. Das ist alles sinnlos. Ja. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, dass ich gedacht habe, dass er. Ein 10 ist gedrückt. Keine Chance. Zu stark. Zu stark. Ich habe schon zwei verloren, das ist schon viel, viel, viel zu viel. Den 0 könnte man anreizen hier, zwei passende ums Rad. Unwahrscheinlich bei Weg-Weg zwar. Kreuz Pik Junge und 0 Auvers ansagen. Und verlieren am besten auf die blanke 8, das wäre ein lustiges Szenario. Wobei bei Kreuz Pik Junge spielt man dann vielleicht doch den Pik 6 Trümpfer. Mit einer 10 gedrückt. Und so, aber gut, wenn er spielt, ist nicht schlimm. Die haben 1900 Rückstand oder so. Das ist egal. Wir müssen hier ein bisschen wir können nicht mehr rauskommen. Er macht noch einen Herzstich mit der Dame auf 27 oder sowas. Eigentlich kann man schon mal aufgeben. Genau, 28 in dem Fall. Ja. So, die vier Freunde von der Tankstelle. Okay, ich mache jetzt was Verrücktes. Ich spiele Pik. Mal gucken, ob wir zur Belohnung gegen 5 laufen. Nee.
Jetzt haben wir eine gute Schneiderchance. Karo 2-2. Okay, nochmal drum spielen. Ja, ich denke, das ist so ein Spiel, da spielen viele vielleicht Karo, aber der Sechstrümpfer ist halt auch sehr, 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 sehr stark. Und wie man gerade gesehen hat, häufig auch mit Schneider. Okay, ich bin zufrieden, bei Weg, Weg wäre ich nochmal reingegangen in die Karo. Aber vielleicht auch nicht. Pik oder Kreuz ist Trumpf, logisch. Dann machen wir hier trotzdem das blanke Kreuz Ass auf. Auf geht's. Das war schlecht im Unfall des Blankens. Das korrekt war jetzt, er kann auch zwei Kreuz, zwei Herz haben. Das war jetzt auch zu schnell gespielt. Oh Mann. 29. Daher Kreuz Dame reingelegt hat, habe ich ihm jetzt echt die vier Kreuzen hochgespielt. Oh. Ja, okay. Das war, glaube ich, keine spielerische Glanzleistung. Und sehr gute Karten. Zweimal in Mittelhand hätten wir den Alten gefunden. Zwei Spiele verloren, davon eins, glaube ich, nicht ganz so schlau. Naja, schauen wir mal, ob es trotzdem reicht. Wir spielen ja heute in einer sehr ordentlichen Truppe. Lieben Dank erstmal und bis bald.